Oh mein Gott, sind das alles Quetten? Und what the hell ist das für ein Inventar? Und what the fuck, wieso explodiert alles? Und wieso ist der Typ jetzt ein Hühnchen? Und damit herzlich willkommen zu einem Level Up Short und gleichzeitig zu einer kleinen Liebeserklärung an Divinity Original Sin 2. In diesem Video will ich euch das Spiel ein wenig näher bringen und erklären, warum diese Rollenspielperle aus meiner Sicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen, was im Intro bereits klar geworden sein sollte. Das Spiel ist komplex, und zwar verdammt komplex. Dies kann einen im ersten Moment ein wenig erschlagen und für viele sicherlich abschreckend wirken. Allerdings sind die Spieloberfläche und auch das Spielkonzept im Allgemeinen schnell verständlich und intelligent gestaltet. Divinity ist ein Rollenspiel im klassischsten Sinne und versteht sich selbst als Videospiel gewordenes Pen and Paper. Das bedeutet, dass jeder Charakter, jeder NPC, ja sogar jedes Tier im Spiel seine eigene Persönlichkeit hat, eventuell eine kleine Geschichte besitzt und dass mit ihm interagiert werden kann. Die Stichworte Interaktivität und Freiheit spielen in diesem Spiel allgemein eine sehr große Rolle. Wie gesagt, es ist möglich, mit jedem Charakter zu reden, ihn zu beeinflussen, zu bestehlen, zu überreden oder ihn sogar zu töten. Rein theoretisch ist es möglich, das gesamte Spiel abzuschließen, indem man jeden relevanten Charakter abmurkst. Dies ist allerdings erst in weiteren Spieldurchläufen zu empfehlen, denn ohne Individuen existiert auch keine Geschichte und auch die ist in Divinity ziemlich gut. Sie spielt in der fantastischen Welt Rivellon, die mit einfallenden Monstern aus einer anderen Dimension zu kämpfen hat, die nur die Leere genannt wird. Schuld an dieser Situation geben die Leute den sogenannten Quellenmagiern, von denen wir einer sind. Diese sind in der Lage, Quellenenergie für mächtige Zauber zu kanalisieren. Ihnen werden daher Quellenhalsringe angelegt, um sie ihrer Macht zu berauben, und sie werden in der Freudenfeste eingesperrt. Unser Ziel ist es also zunächst, von dort zu entkommen und schließlich das Rätsel um die Leere zu lösen. Storytechnisch wird sich somit an klassischen Rollenspiel-Settings bedient, was zunächst klischeehaft und redundant wirken kann. Allerdings beinhaltet die Geschichte einige Twists und interessante Konflikte, die bis in die Reihen der Götter Rivellons reichen. Diese Götter gibt es für jede der spielbaren Rassen, welche nach klassischem Rollenspielmanier Menschen, Zwerge, Elfen und Echsen sind. Dazu kommt, dass jede der Klassen noch als Untote gespielt werden kann. Vor diesen haben die meisten Bewohner Rivellons Angst, was Kommunikation durchaus schwierig machen kann. In einem Spiel, in dem es viel darum geht, mit Charakteren zu reden, kreiert das ein völlig neues Spielgefühl. Untote haben nebenbei auch andere Fähigkeiten, beispielsweise werden sie durch Gift geheilt und durch Heilung geschädigt. Ebenfalls unterschiedliche Fertigkeiten besitzen die einzelnen Rassen. So können Elfen zum Beispiel Leichenteile getöteter Gegner fressen, um mehr über deren Geschichte zu erfahren. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist es möglich, das Spiel auf unglaublich viele unterschiedliche Wege zu spielen. Dies wird auch durch die Individualisierung der einzelnen spielbaren Charaktere unterstützt. Entweder spielt man vorgefertigte Protagonisten, die einen eigenen Bezug zur Story herstellen und ihre eigene Geschichte erzählen. Oh, don't stare. How would you look after eons in some ghastly crypt? Interessanter ist es aber, sich seinen ganz eigenen Helden zu erschaffen. Dieser kann sich mit anderen Charakteren verbünden und nach eigenem Belieben völlig selbst angepasst werden. Beispielsweise gibt es Attribute wie Tierfreund, was dem Spieler ermöglicht, mit Tieren zu sprechen. Dies eröffnet völlig neue Pfade im Spiel. Zum Beispiel trifft man in der bereits erwähnten Freudenfeste den Hund Kumpel, der seine Freundin Emmy sucht. Das ist eine komplette Nebenstory, die sich durch das gesamte erste Kapitel zieht und ohne das Attribut völlig unentdeckt bleibt. Der Wiederspielwert des Spiels wird somit ins Unermessliche getrieben, denn in jedem Durchgang ist alles anders und man entdeckt immer neue Dinge, Geschichten, NPCs und so weiter. Und das viel intensiver als bei Genrekollegen wie Skyrim oder anderen Rollenspielen. Durch die brillante Vertonung des Erzählers und der einzelnen NPCs werden auch die ewigen Gespräche beim 10. Mal spielen nicht langweilig. Are you referring to the ballerina? So funny, so funny. With two shakes of her stumpy tail, the sheep turns away from you to peruse her hay-filled mane. Gespielt. Untermalt wird das Ganze dann noch von einem unfassbar epischen und einprägsamen Soundtrack, komponiert von Borislav Slavov, welcher auch andere sehr empfehlenswerte Musikstücke geschrieben hat. Und selbst die Musik kann in diesem Spiel angepasst werden, indem vier unterschiedliche Hauptinstrumente zur Auswahl stehen, die jeweils die gleichen Lieder unterschiedlich erklingen lassen. Das Wichtigste am Charakter ist aber natürlich sein Kampfstil, welcher ebenfalls bis ins letzte Detail individualisiert werden kann. Zwar gibt es unterschiedliche Klassen wie Magier, Krieger und so weiter, allerdings sind deren Grenzen mehr als nur fließend. Es ist möglich, alles mit allem zu kombinieren und es gibt von allem echt verdammt viel. Daher ist es nicht ungewöhnlich, wenn im Laufe des Abenteuers ein heilender Krieger-Nekromant entsteht, der Gegner zunächst in Hühnchen verwandelt, um anschließend ihre Geflügelleichen von den Toten auferstehen zu lassen, um sie dann gegen den Rest der Feinde einzusetzen. Diese vielfältige Anpassbarkeit macht ebenfalls jeden Spieldurchgang, aber auch jeden einzelnen Kampf an sich einzigartig. Das erhöht die taktische Komponente, die das Spiel aufgrund seines rundenbasierten Kampfsystems sowieso schon hat.
Dieses ist nebenbei gleichzeitig fordernd, entschleunigend und weniger chaotisch, als man es beim ersten Blick auf das Gameplay zunächst erwarten würde. Kennt man sich einmal mit den ganzen Statuswerten aus und hat halbwegs verstanden, was es für Möglichkeiten gibt zu kämpfen, fängt man an zu probieren und zu experimentieren, was meiner Meinung nach den größten Reiz am Spiel ausmacht. Im Hintergrund seht ihr beispielsweise, wie wir eine Gruppe von Krokodilen bekämpfen, die eigentlich viel zu stark für uns ist. Wir nutzen allerdings die Umgebung zu unserem Vorteil, indem wir uns an die Gegner heranschleichen, ein herumstehendes Ölfass auf ein einzelnes Krokodil werfen, das Öl anschließend anzünden, das Krokodil dann in einen Huhn verwandeln und den damit schnell erlegten Feind auf unsere Seite ziehen, indem wir seine Leiche von den Toten erwecken. Und ja, ich mag diese Taktik wirklich sehr. Das Einbeziehen der Spielwelt in die Kämpfe ist ein wichtiger Punkt, denn trotz des rundenbasierten Kampfsystems verlässt man die eigentliche Spielwelt, wie man es beispielsweise in einem Pokémon-Kampf tun würde, nie. Die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere können immer in und außerhalb des Kampfes verwendet werden. So kann man zum Beispiel mittels Teleportation die Position von Teammitgliedern oder Feinden ändern oder aber zu Fuß unerreichbare Orte in der Welt erklimmen. Neben den normalen Kämpfen bietet das Spiel auch Minibosse und epische Bossfights, die jeweils neue Taktiken und Denkansätze vom Spieler erfordern. Beispielsweise könnt ihr im Hintergrund einen Eisdrachen sehen, der das gesamte Team innerhalb von 3 Attacken auslöschen könnte. Durch den klugen Einsatz von bestimmten Angriffen kann man ihn aber so lange kampfunfähig machen und mit Statuswerten übersehen, dass er gar nicht erst zum Angreifen kommt. Und ja, auch Drachen lassen sich in Hühnchen verwandeln. Die Anpassung der Charaktere erfolgt natürlich auch über das Anlegen von mehr oder minder epischen Rüstungen und Ausrüstungsgegenständen. Diese sind aber weniger bedeutend als beispielsweise Fähigkeiten oder Attribute. Das Gameplay von Divinity 2 ist somit sehr fordernd und stellenweise sogar echt schwer. Gerade auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wird um die Ecke denken vom Spieler erwartet. Divinity Original Sin 2 saugt den Spieler in eine detailverliebte Welt voller wundersamer und wunderbarer Charaktere, aus der man nur sehr schwer wieder entkommen kann, wenn man einmal ihren Reiz und ihre Regeln verstanden hat. Darüber hinaus ist das gesamte Spiel eine wunderbare Koop-Erfahrung für bis zu 4 Spieler und ich würde jedem raten, es mindestens zu 2 zu spielen. Denn durch die vielfältigen Möglichkeiten ergeben sich auch mindestens genauso viele Wege, sich gegenseitig zu trollen. Ich sag nur, den Mitspieler mitten im Kampf in ein Becken voller Lava zu teleportieren, um den Loot für sich selbst zu beanspruchen, macht ziemlich Spaß. Außerdem zerstört es vielleicht Freundschaften, aber hey, wir haben ja alle schon mal Mario Kart gespielt. Zu guter Letzt möchte ich noch ein Wort zum Vorgänger, Divinity Original Sin 1, verlieren. Auch dieser glänzt vereinzelt mit den Stärken vom zweiten Teil und ist keineswegs ein schlechtes Spiel. Allerdings haben die Entwickler Larian Studios viel gelernt und auf die Community gehört, als sie Original Sin 2 entwickelten. Deshalb spielt sich das Prequel zäher und Teil 2 hat viele Quality of Life Changes erfahren. Solltet ihr also interessiert an der Story des ersten Teils sein, spielt auf alle Fälle diesen zuerst und skippt zum zweiten Teil, falls euch nicht gefällt. Denn dieser ist zu 100% spielenswert und bringt zig Stunden Abwechslung und Spielspaß ohne zu ermüden. Bis zum Ende entdeckt ihr immer wieder neue Sachen und über den Wiederspielwert muss ich ja nicht weiter philosophieren. Das war's dann auch schon von meiner Seite und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und ihr habt halbwegs Lust auf dieses echt geile Rollenspiel bekommen.